ist soweit. Gut. Ich will mal mit einem ganz wichtigen Punkt, weil der sozusagen diametral dem entgegensteht, was Matthias eben vorgetragen hat, anfangen. Der gegenwärtige Stand ist, dass sich ein breites Bürgerinnenbündnis selbst zur Wahl stellen wird und die Piratenpartei Berlin auffordert, selbst auf eine Eigenkandidatur zu verzichten und sich in dieses Bündnis eben auch als Piratinnen und Piraten einzubringen. So ist erstmal der Stand. Das heißt, wir brauchen demnächst, denke ich mal, im Rahmen einer Landesmitgliederversammlung eine Entscheidung, ob wir als Piraten selbst nochmal antreten oder ob wir sozusagen das, was wir an Kraft verfügbar haben, mit in dieses neue politische Projekt einbringen. So, das erstmal zu dem, wie der gegenwärtige Stand ist, damit man weiß, um welche Entscheidung das letztendlich geht. Wir hatten ja, um jetzt mal die Entwicklung kurz darzustellen, nach unserer letzten LMV nach und nach mit zurzeit etwa knapp 140 Leuten gesprochen. Diese Leute, die eine ist leider gerade erst vor kurzem verstorben, die Pfandbon-Emily, die auf jeden Fall mitmachen wollte, die Kassiererin vom Lindencenter, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Das heißt, es geht um für diese Bürgerbündnis oder Bürgerinnenbündnis um einen Querschnitt durch den gesamten progressiven Teil der Zivilgesellschaft in Berlin. In keiner anderen Stadt gibt es ja auch so viele verschiedene Initiative. Das fängt also an mit Bürgerinitiativen, ob die Tempelhofer Feldinitiative ist, die vielen, vielen Initiativen, die sich zum Teil jetzt auch schon zu Allianzen wie die Mauerpark-Allianz zusammengeschlossen haben. Die sind mit, da sind also einige von Anfang an mit dabei. Wir haben zum Beispiel auch die Zusage von Landesvorsitzenden des Sozialverbandes Berlin-Brandenburg. Es gibt also, ich will die jetzt nicht alle aufzählen, die kann ich nur sagen. Es geht wirklich quer durch die Zivilgesellschaft. Der Organisator der Hanfparade ist natürlich auch dabei, der Steffen, und viele für die Energie-Wassertischleute. Also ihr wisst ja alle, was in Berlin los ist. Alleine Mietergruppen, Mieterinitiativen, Mietergemeinschaft, Mieterverein und so weiter. So, das heißt, wir haben in diesem ganzen Bereich Gespräche geführt. Einige haben, ich glaube insgesamt 15 in dem bisher zurückliegenden Prozess dann wieder eine Absage erteilt, alle anderen sind noch dabei, in unterschiedlicher Aktivität. Also wir haben zwei Vorbereitungstreffen gehabt im Februar und im März, die waren erstmal informeller Art. Dabei schälten sich zwei Sachen heraus, dass einmal, was die Piratenpartei anbelangt, es sehr deutlich wurde, dass die Piratenpartei inzwischen, das liegt aber vor allen Dingen auch am Arbeiten der Fraktion im Abgeordnetenhaus, was sehr kritisch gesehen wurde, genauso eingeschätzt wird, also kritisch eingeschätzt wird, wie andere Parteien auch. Also es gibt sozusagen in der Auffassung der Menschen aus den Bürgerinitiativen, aus dem ganzen Bündnisbereich, die Meinung, mit Piraten kannst du keinen Blumentopf mehr gewinnen. Die haben die Erwartungen der Wähler nicht erfüllt. Die zurückliegenden Jahre im Abgeordnetenhaus waren sie genauso stromlinienförmig wie alle anderen. Also von wegen Sprachrohr oder parlamentarischer Arm einer Bürgeropposition, was wir uns erwartet haben, war überhaupt nicht zu spüren. Und wenn dann noch solche Sachen kommen, dass eben, das würde uns natürlich um die Ohren hauen, wenn Leute wie Christopher Lauer dann auch noch für Springer beraten und jetzt arbeiten, dann kannst du dir vorstellen, was in einer Szene in Berlin, ja, wie da die Reaktionen sind. So, also, das heißt, das Angebot, was wir unterbreitet hatten, auch auf offenen Listen der Piraten zu kandidieren, das war das Erste, was sofort abgelehnt wurde. Also da gibt es null Interesse. Wenn, dann geht es darum, ein völlig neues, und das wird morgen, ist nochmal eine zweite Klausur vom Bündnis, eine neue politische Bürgerrechtsbewegung von Berlin aus zu starten. Denn das Gemeinsame, was alle Initiativen verbindet, also egal, ob die eine Bücherbox in ihrem Kiez aufstellen wollen oder sich einsetzen
für Flüchtlinge, dass die ordentlich untergebracht werden, dass sie eigene Wohnung kriegen und so weiter. Wie gesagt, die Palette ist ja ganz, ganz breit. Überall stoßen Bürgerinnen und Bürger, die aktiv werden wollen, auf Bürokratie, die sich querstellt, auf Leute, die im Grunde genommen mehr Parteibuchkarriere hinter sich haben als Sachverstand im Kopf. Und es gibt eben gerade deswegen auch die große Parteienverdrossenheit, nicht weil die Leute politikverdrossen sind, sondern sie sehen eben die großen Demokratiedefizite. So, morgen wollen wir über ein konkretes Projekt beraten, was sozusagen zum Kern dieser neuen Bürgerrechtsbewegung werden könnte, nämlich genau diese Demokratiefrage in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, wir wollen weg von der Parteiendemokratie, denn selbst im Grundgesetz und auch in der Verfassung von Berlin kommt das Wort Partei nur einmal vor. Wir wollen eine neue, eine Bürgerinnendemokratie. Wenn die Parteien sowieso nur noch von 50% gewählt werden, mit welchem Recht beanspruchen die dann aber 100% der Parlamentssitze? Wir wollen nicht mehr als die andere Hälfte, indem wir alle Parteien auffordern, auf Direktkandidaten zu verzichten. Alle Direktkandidatinnen und Direktkandidaten Berlins sollen parteiunabhängige Bürgerinnen und Bürger sein. Und damit, also mit einer solchen Idee, können wir meiner Meinung nach, wie gesagt, wir müssen das in der Partei natürlich diskutieren, aber genau daran anknüpfen, womit wir eigentlich auch beraten, wofür wir auch mal standen, nämlich wirkliche Bürgerbeteiligung zu wollen. Zu sagen, Bürgerinnen und Bürger werden selbst aktiv und sorgen auch dafür, dass ihre Interessen durch ihre eigenen Vertreter in die verschiedenen Parlamente kommen. So, das wäre das neue Konzept. So, und wir hätten dann die Möglichkeit, offensiv zu sein, also das Bündnis, weil die anderen Parteien müssten ja dann sich erklären mit dem Rücken an der Wand, warum sie, obwohl sie nur von 50% der Wählerinnen und Wähler gewählt werden, 100% der Sitze beanspruchen und auch ihre Direktkandidaten aufstellen. Das heißt, wir führen die Offensive und die anderen geraten in Erklärungsnot. Und was dieser Gedanke, wenn man das, da stimme ich mit Matthias überein, wenn man den richtig rüberbringt, weil das auch in der Öffentlichkeitsarbeit für einen Wirbel machen wird, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber wie gesagt, das ist Thema der Bündnisklausur morgen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, was einfach auch die Bedenken oder die kritische Haltung uns gegenüber, also uns Piraten gegenüber, verständlich macht. Das eine ist eben das nicht so gute Abschneiden der Abgeordnetenhauspiraten. Das andere Problem, was aber auch gesehen wurde, dass wenn sozusagen du mit einer Marke, die quasi verbrannt ist, nochmal antrittst, dann stehst du mit dem Rücken an der Wand. Weil die Leute immer als erstes fragen, ach hier, die Piraten, ja, na warum habt ihr, euch gibt es noch und so, warum habt ihr denn das nicht gemacht, weswegen wir euch gewählt haben, war ja wohl nichts und so. Also wer in letzter Zeit Infostände gemacht hat, kann das vielleicht auch bestätigen, dass es sehr oft diese kritischen Fragen gibt. Und dadurch ist es dann natürlich sehr schwer, offensiv mit bestimmten Themen in den Wahlkampf zu gehen, wenn dir sozusagen immer alles Mögliche um die Ohren gehauen wird, was du in den letzten Jahren nicht gemacht hast. Also deswegen spielte das eben auch in den Diskussionen bei diesen Vorbereitungstreffen eine große Rolle. Was waren die Fehler der Piratenpartei, die wir auf keinen Fall wiederholen wollen? Und jetzt wird als nächstes Folgendes passieren, dass sozusagen ein Aufruf, Erstunterzeichneraufruf rausgehen wird. Das heißt, es wird demnächst noch vor dem Sommer eine Veröffentlichung geben über Anzeigen in einer oder mehreren Tageszeitungen, wo sozusagen die bekannten Köpfe aus diesem Bündnis mit ihrem Namen zur Gründung eines Wahlbündnisses, Bürgerbündnisses Wahlen 2016 aufrufen. Und dieses Bündnis, wenn das alles so klappt, wie gesagt, ich bin jetzt natürlich auch kein Hellseher, wird dann auf jeden Fall im Herbst, im September, ein Jahr vor den nächsten Wahlen, eine große öffentliche Veranstaltung machen,
wo dann zum ersten Mal sozusagen diese politische neue Konzept vorgestellt wird, man in die Offensive geht und auch verkündet, dass man zu den Wahlen antritt. Mit eben dann auch dem Wunsch nach Möglichkeit, nicht in Konkurrenz zu den Piraten zu machen. Weil ja auch Piraten von Anfang an bei diesen ganzen Bündnisgesprächen und bis heute wir auch als Piraten damit aktiv sind. Ja. So ist die Lage.